Hi und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. Oh Mann, wir haben so geiles Wetter. Das ist abnormal. Die Sonne scheint ein wenig. Vorhin hat es noch geschneit. Und überall liegt Schnee. Ja, ich weiß. Jetzt gerade nicht wirklich viel. Aber das ändern wir gleich. Boah, schaut euch das mal an. Hier hat der Frühling schon begonnen. Überall schon Blüten. Ein paar Meter weiter, alles voll Schnee. Ja, zurück zum Thema oder überhaupt Video. Es geht hier nicht um die Natur und bla bla bla. So ein Channel sind wir hier nicht, sondern es geht hier um das neue Fahrzeug. Eine Piaggio Zip Fastrider. Ah, ich liebe diese Karre. Schaut es euch mal an. Ich liebe das Ding. Ach ja. Ach ja. Hier geht es ganz schön mächtig den Berg hoch. Hier ist ein Schild mit 10%, glaube ich. Könnt ihr das sehen? Und der Roller rennt den Berg hoch, als wäre da 80 oder 100 Kubik verbaut oder so. Jetzt zeige ich euch mal das gute Stück. Ja, Fahrzeug ist, keine Ahnung, 25 Jahre alt. Ja, hier hat sich schon was abgezeichnet, aber ansonsten in einem wirklich guten Zustand. Warum liebe ich dieses Fahrzeug? Ja, schaut euch das mal an. Kein dämliches Licht. Jedes Mal, wenn man es so macht, beim Fahren, ja, tanzt das Licht auf der Straße. Passiert bei diesem Modell nicht. Ich weiß, jeder Mensch tickt anders. Manche mögen das da oben, ja, dass das Licht hier drin ist. Manche hassen es. Ich gehöre zu der Kategorie, ich will mein Licht hier vorne haben. Oh, schaut euch das an. Eins der schönsten Zips Modelle überhaupt. Die bräuchte ein bisschen Liebe, ein bisschen Zuwendung. Der Koffer verschwindet, das weiß ich, das hat der neue Besitzer mir auch schon gesagt. Da kommen wir auch dazu. Es ist nicht meine. Es ist wirklich nicht meine. Das da fühlt sich auch nicht schlecht an. Man rutscht dadurch nicht so auf der, ja, so wie bei, also ich merke es, peinlich. Also man merkt es tatsächlich, ja. Ich habe das bei meiner Zip jetzt zum Beispiel nicht. Wenn ich diese Hosen anhab oder Jogginghose, rutsche ich ganz gerne mal auf der Sitzbank hin und her. Gar nicht, ja. Schaut euch das an. Das ist geil gemacht, ja. So, was gibt es noch? Unterschiede zur Fastrider. Es gibt ja verschiedene Fastrider. Ja, das habe ich auch noch nicht alles rausgefunden. Oh, jetzt kommt die Sonne, cool. Es gibt ja verschiedene Modelle. Es gibt ja Fastrider, die sehen aus wie meine Zip. Mit dem Licht da vorne und hier normal. Ja. Und den Einarmschwinger. Ich persönlich bin kein Fan von Einarmschwingen. In der Regel taugen sie nichts. Ich verurteile nicht alle, ich sage nur, die, die ich kenne, sind nicht gut. Ja, hier ist eine normale Gabel drin. Und hier auch standardmäßig, oh, ich hocke im Licht. Und auch hier standardmäßig schon Scheibenbremsen bei der Fastrider. Kommt gut. Die Bremsen sind auch pervers gut, muss ich dazu sagen. Viel besser als meine. Unterschied zwischen normaler Zip und dieser Zip ist ganz klar die Front. Sieht viel geiler aus. Ja, wenn man Bock hat, wie ich zum Beispiel, einen Downhill-Lenker zu verbauen, hat man immer das Problem gehabt, das Licht ist hier drin. Bei dem Roller ist das Licht hier und es fallen nur die Blinker weg. Aber die Blinker
hier reinzubauen oder seitlich irgendwo hinzumachen, sei ja kein Problem. Ihr merkt schon, ich liebe dieses Fahrzeug, wenn es meins wäre. Ja, ganz klar, schlimm zu erkennen, verschiedene Spiegel. Aber ich weiß auch warum, ich bin diese Karre gestern von der Stadt hierher gefahren zu mir und habe auch gleich gemerkt, in dem Spiegel erkennt man so gut wie gar nichts. Und in dem da, also von der Arm ist im Weg. Und der da geht an dem Arm vorbei. Also echt genial. Wie gesagt, das hier kommt weg. Nummernschild, ja, kommt auch ein neues dran. Hat sehr geile Felgen verbaut. Zum Motor kann ich jetzt persönlich nicht wirklich viel sagen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Hyper 2 bereits schon ist, sieht aber nicht so aus. Die Kupplung, ob die innen gelagert ist, das weiß ich leider nicht. Ja, ich denke mal, der neue Besitzer wird die Karre Wartungsarbeiten unterwerfen und. Und da werde ich ganz neugierig einfach mal dazu stoßen und mir das einfach mal anschauen. Ja, ich habe mir auch schon überlegt gehabt, dieses Teil hier fürs Video abzuschrauben. Aber es ist sein Roller. Ich weiß, dass er es weghaben möchte. Aber das soll er gefälligst selber machen. Aber komischerweise, das Tacho. Ich habe das gleiche Tacho. Ich habe da eigentlich ein anderes Tacho erwartet. Bei den Fastrider steht es doch auch nochmal immer da. Haben ein rotes Deckblatt. Aber ihr könnt sehen, das Fahrzeug ist komplett original. Nicht von dem jungen Schrauber, sondern von dem älteren Besitzer hatte das Fahrzeug scheinbar ewig. Wo wir es geholt haben, mussten wir ein paar Mal kicken, bis das Ding an war. Vorhin habe ich es einmal mit dem E-Starter, war es sofort da. Ich mag das Ding total. Es hat hier und da gelitten, ja, klar. Aber das ist meine Farbe, das ist genau meine Lieblingsfarbe. Dieses Blau-Violett, sehr selten bei Piaggio. Oh, ich habe die gleiche Verkleidung zu Hause auch liegen, aber von der normalen Zip. Aber genau die Farbe, aber leider nicht diese Verkleidung. Das hätte ich so gerne bei mir. Genau die Front bei mir an der Zip. Ich wäre happy. Aber man kann nicht alles haben. Und wenn ich, und vor allem, ich habe erfahren, was er für die Karre ausgegeben hat. Ihr werdet es nicht glauben. So, ein Nachteil an dem Fahrzeug ist, die hintere Bremse ist scheiße. Die vordere ist eine Bombe. So. Roller startet sehr schnell. Zum Motor kann ich nicht wirklich viel sagen, aber uns wurde gesagt, er ist original. Glaube ich auch, Endgeschwindigkeit ist nicht wirklich viel zu machen. Der Roller ist ein Original 50 Kubik Roller, ein alter 50er, das heißt, er darf auch noch 50 fahren. Noch was zu dem Roller, er fährt sich ganz anders wie meine Zip, komischerweise. Vielleicht liegt es an den Rädern. Ja, keine Ahnung. Und noch was, der Durchzug von dem Roller ist der Wahnsinn. Aber für meine Bedürfnisse sind zu leichte Gewichte drin. Er dreht ziemlich hoch, aber dafür katapultiert der Roller einen vom Stand weg auf seine Höchstgeschwindigkeit sehr, sehr schnell. Also, puh. Ich hatte schon lange keinen 50 Kubik Originalroller, wo nichts dran gemacht wurde, wo so schnell in die Pötte kommt. Ich glaube, ich werde das Video ziemlich überziehen. Normal versuche ich immer in die 10 Minuten Videos zu machen. Kann man nie planen. Ab und zu werden es nur 6, ab und zu werden es mal 15. Ist so, ja. Aber bei diesem Video weiß ich jetzt schon, dass ich total überziehen werde, weil
Ah, ich bin fasziniert von diesem Roller. Der macht so unheimlich viel Spaß. Auf der Gerade ist er halt natürlich nicht wirklich schnell. Ja, ich schätze mal, würde der Tacho funktionieren, was er nicht tut, würde er 60 anzeigen. Wie gesagt, schätzungsweise. Oh, Moment mal. Und zwar wollen wir einfach nur herausfinden, zack, was der Roller kann, geschwindigkeitsmäßig. So, dann geben wir mal Gas. Handy legen wir mal dahin. Man braucht zwar keine zwei Händen bei dieser kleinen Geschwindigkeit, aber tun wir es. So, Höchstgeschwindigkeit haben wir ja schon längst erreicht. Moment. Boah, ich sehe nichts. Wir sind 46 km/h schnell. GPS. Der Roller ist total legal. 45, 46, 47, 47. Oh ja, der Schnee, Leute. Wahnsinn. Ich habe jetzt auch nicht mehr allzu viel Zeit. Ich werde jetzt meine Sachen, also wenn ich daheim angekommen bin, werde ich meine Sachen packen. Und dann gehen wir hoch snowboarden. Woo! Ich freue mich total. Ich bin in richtig gute Laune. Schaut euch das mal an. Ja? Da kriegt man einfach nur Lust zu fahren. Ja. Zu fahren, wortwörtlich. Snowboarden und auch Rollerfahren. Dieser Hobel geht in den Besitz aus einem aus meiner Rollergruppe. Der hat sich den Roller gekauft und hatte keine Möglichkeit, den nach Hause zu bringen. Da kam ich ins Spiel. Ich habe die Karre nach Hause gefahren, allerdings nicht zu ihm nach Hause, sondern erstmal zu mir nach Hause. Es war aber ausgemacht mit dem Besitzer, er wusste Bescheid. Gestern hat es geschneit und geregnet und ich wohne näher dran, als er dran wohnt. Und darum habe ich kurzerhand gesagt, ich fahre zu mir nach Hause. Er hat gemeint, ja, mach ruhig noch ein Video damit, wenn du Bock hast. Habe ich natürlich, ja. Diesen Roller natürlich noch heute eine Runde fahren, hier kein Vollgas geben und auf jeden Fall den Roller heute mal ein bisschen anschauen bei Tageslicht, bei Sonnenschein und morgen wird er wieder den Besitzer wechseln sozusagen, also er geht zu seinem offiziellen Besitzer. Dieser Roller wird aber bei dem neuen Besitzer ein wenig leiden müssen, das weiß ich, das weiß ich schon. Ihr kennt ihn aus meinen Videos. Er macht wirklich krasse Wheelies. Mit meiner Zip hat er es damals wunderbar gemacht. Die hier, also wenn ich jetzt kurz halte und Moment und Gas gebe und nur ziehe, geht sie auch hoch. Ja? Ich mache es jetzt nicht vor auf einer Hauptstraße. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Zip ist wirklich Bombe. Ich liebe dieses Teil. Ja. Ich bin total neidisch, dass es nicht mir gehört. Aber der Besitzer hat auch gleich gesagt, sobald ich die Zip nicht mehr brauche, geht es an dich. Ich werde jetzt schon das Geld auf die Seite legen, was sie gekostet hat. Damit, wenn er sagt, hey, ich will sie loswerden, ich sofort mit dem Geld parat dastehe. Also, drückt mir die Daumen, vielleicht ist sie bald wieder auf meinem Channel und in meinem Besitz. Bis dahin wünsche ich euch eine fröhliche Woche. Ciao. I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing.